Hallo und herzlich willkommen zu deinem Kurs. Lass uns anfangen. Wir machen uns ein bisschen warm. Ersten ein, zwei Minuten ein bisschen warm marschieren. Die Füße, die Gelenke und auch die Muskeln so ein bisschen aufwärmen. Lass uns auch die Arme mitnehmen, Oberkörper ein bisschen warm nehmen, warm machen. Auf geht's. Das Besondere an dem Programm ist, wir machen eine halbe Stunde richtig Vollgas. Die Muskeln schön zum Brennen bringen, damit wir die Glykogenspeicher leer machen. Und dann machen wir noch eine halbe Stunde Cardio-Training. Und das Ganze kannst du entweder hintereinander machen oder auch getrennt voneinander. Ist völlig wurscht, Hauptsache du machst es. Abwechseln die Schultern zu den Ohren. Ja. Also ich kann auch gerne noch ein bisschen schneller reden, ist überhaupt kein Problem für mich. Ja. Beide Arme zur Seite raus, komm. Oh, komm, lass uns den Oberkörper ein bisschen warmer. Du brauchst ungefähr so viel Platz um dich rum. Ich hätte das vorher sagen sollen. Jawohl. Genau, merk dir das fürs nächste Mal. Du weißt, so viel Platz brauchst du. Lass die Füße auf den Boden und komm. Auf. Acht, noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Aufwärmen ist immer ganz wichtig. Bleib oben und zieh nach hinten. Komm. Aufwärmen, auch wenn du nur Beine trainierst, auch den Oberkörper immer warm machen, ansonsten wird's blöd. Wenn du dich hier oben irgendwie verletzt, dann wirft dich das 6-8 Wochen zurück und das wollen wir nicht. Also komm, wärm dich auf. Die letzten 4, 3, 2, 1. Ganz wichtig ist, dass wir immer auch die Wirbelsäule ein bisschen aufwärmen. Stell beide Beine ziemlich breit, komm von einer Seite zur anderen. Lass den Po fest stehen. Komm. Falls du das Programm mitmachst, das ist Woche 2, Tag 1. Das heißt, die Intensität wird schon ein bisschen höher. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und beide Hände nach vorne und vor und zurück. Komm, zieh die Schulter nach hinten, komm. Komm, Rücken gerade, auf geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleib oben, beide Hände in die Taille. Wir machen eine beliebte Kniebeuge. Dabei schiebst du den Po nach hinten. Richtig schön den Po nach hinten. Jawohl, ein bisschen mehr, komm. Hopp, 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 hopp. Du belastest richtig schön die Ferse. Schön die Ferse belasten. Nicht die Zehenspitzen. Der ganze Fuß steht auf. Komm, komm, jawohl. Okay, Achtung. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, du bleibst tief, komm, bleib tief, auf geht's. So, das ist die Position, in der du die nächsten 28 Minuten verbringst. Ja, gewöhn dich dran. Also ich sehe hier ungefähr 80 Leute, die noch ein bisschen tiefer können. Ja, genau. Weil ich muss immer schimpfen, das ist immer so, ich weiß es. Okay, du hast jetzt hier oben ein bisschen Langeweile, gell? Komm. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Nimm das Kinn weg. Komm, ein bisschen tiefer. Auf. Ah, 7, 6, 5, 4. Andersrum. Komm. Ja, 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 ja. Nase weg. Komm, komm. Ah, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Beide Hände. Komm. Jawohl. Vorne die Zehenspitzen hoch. Vorne die Zehenspitzen hoch. Super, 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 duper. Komm. Ja. Also normalerweise hatte ich mir vorgenommen, dass wir schon beim ersten Tag der zweiten Woche mit Gewicht arbeiten. Aber ich glaube, unser Körpergewicht ist Gewicht genug. Gell? Ja, komm. Lass uns die Arme ziehen. Hoch, komm. Ja, 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 ja. Du darfst natürlich gerne jederzeit Gewicht nehmen, wenn du möchtest. Ja. In jeder Hand so 5 Kilo. Das wäre super. Gehst du tief? Gehst du tief? Nicht schummeln. Nicht schummeln. Ja, ja. Komm. 8, 7, 6, 5. Schön wippen in den Beinen. Beide Arme. Komm. Und hoch. Komm. 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 8, 7, 6, 5, 4, 3. Beide Arme unten, komm. Merkt schon jemand was? Handzeichen. Ich sehe nichts. Die Hände unten. Handzeichen. Komm. Okay, und jetzt. Ach, hallo, tiefer. Und Ferse, komm. Ferse, 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 Ferse. Ah, und. Komm,
Hoch, 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 hoch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm hoch. So, jetzt ist ganz wichtig, dass du immer das Lösen, dass du das auch genießt, okay? Komm hoch. Marschieren. So, jetzt sind wir warm, jetzt können wir endlich anfangen. Das ist gut. Skifahren, komm. Auf, beide Füße eng und komm tief. Popo nach hinten, komm. Ja, ja, komm. Schön die Ferse belasten, komm, Oberkörper ein bisschen hochziehen. Achso, das geht nicht nur geradeaus, nee. Komm. Ja. Skifahren, komm. Stabilisier die Knie. Schön Popo nach hinten, nimm die Arme mit. Komm. Komm, komm, schön tief, komm. Habe ich schon erwähnt, dass das eine Riesenslalomstrecke ist? Nee, gell? Okay, also 3,4 Kilometer, komm. Ja. Ja, 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 schön tief, komm, quäl dich, auf, auf, super, super, komm, auf geht's, Rücken gerade, komm, 8, 7, 6, lass brennen, lass brennen, ja, so, ich würde sagen, wir bestellen schon mal den Noah mit dem Feuerlöscher, das wird schlimm heute, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, auf ein Bein, komm. Wippen, komm. Ja, ja, das ist super, oder? Das ist super. Das ist super. Ja, 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 komm. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, weil so schön ist, nochmal 8, 7, 6, 5, 4. Du brauchst ja morgen die Beine nicht, oder? Okay, anderes Bein, komm. Schön tief, komm. Wippen, 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 komm. 8, 7, komm. 6, 5, 4. Weil so schön ist, nochmal 8, komm. 8, 7, komm. 6, 5, 4, 3. Beide, komm. Nochmal Skifahren, Riesenslalom, komm. Komm, 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 komm. Jawohl. Ich sehe viel zu viele entspannte Gesichter, Mensch. Oh Mann, hätten wir doch mal Gewicht genommen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm hoch, ab, marschieren. Ach ja, herrlich. So, na gut, ich kann auch anders. Ja, jetzt werden wir mal gemein. Werden wir doch mal ein bisschen gemein. Ein Bein vor, ein Bein zurück, du kommst tief. Den Fuß schön weit weg, dass das Knie nicht über die Zehenspitzen kommt. Und schön tief in den Oberschenkel. Komm, komm, Körperspannung. Ist alles viel zu leicht heute, fällt ich fest. Komm, tiefer, auf, jetzt, komm, auf, tief. Nur noch 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Merkt schon jemand was? 6, 7, 8 und weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm hoch. So, du. Ihr alle, Gewicht, los, da. Jetzt. Andere Seite, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm.
ganz entspannt. 8, 7, 6, 5, 4, mach den Rücken gerade. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, wir machen weiter. Wisst ihr was ganz Gemeines? Wenn ich nicht zähle. Weil dann hast du das Gefühl, das dauert ewig. Ja. Ja, finde ich gut. Ich kann auch anders. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm hoch. Marschieren. So, lächeln nochmal. Ja, komm. Ich habe jetzt vergessen, welches Bein ich genommen habe. Ich hoffe, du nicht. Warte mal. Ist egal, tun beide weh. Komm. Jetzt wird es so ein bisschen doof. Weil das Wippen wird jetzt gefolgt von richtigen Wiederholungen. Ja. Und zwar, wenn du es falsch machst, merkst du nichts. Passiert aber auch nichts. Also, du tust dir nicht weh. Okay? Aber du konzentrierst, was ich jetzt gerne hätte, wäre, dass du dich jetzt mal auf das vordere Bein konzentrierst und das streckst. Streckst, 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 streckst. Jawohl. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm hoch. Hopp. Komm tief. Hopp. Komm hoch. Hopp. Komm tief. Hopp. Komm hoch. Komm tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch, quäl dich. 8, komm, 7, komm, 6, tief, komm, tief, komm, 4, komm, 3, komm, 2, komm, 1 und komm hoch. So reicht für heute. Andere Seite. Los. Komm, 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 komm. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und strecken. Komm. Hoch, 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 hoch. Strecken. Komm. Hoch. Zehn ganze Ausfallschritte. Jetzt. Komm. Vor, zurück. 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 Komm. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, komm vor. Marschieren. So. Ich glaube, die Oberschenkel haben wir ganz gut kaputt gekriegt. Ich wäre dafür, dass wir jetzt ein bisschen Po machen. Das machen wir unten auf dem Boden. Wir fangen Rückenlage an. Wir gehen einmal runter. Leg dich auf den Rücken. Stell die Füße auf, beide Arme zur Seite raus. Und dann komm hoch. Die Füße nicht ganz so weit weg und nicht ganz so nah ran. Schön hoch, dreh die Zehenspitzen nach außen. Dann wipp hoch, komm. Wipp hoch, wipp hoch, wipp hoch. Wipp mit dem Po hoch, komm. Komm, 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 komm. Wichtig ist, dass du weißt, wir lösen jetzt nicht mehr. Drück die Knie nach außen.
Lass die Zehenspitzen nach außen zeigen. Ja, 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 komm. Nur oben in der Spannung wippst du hoch. Schön Spannung erzeugen und hochwippen. Nicht mehr runter, du bleibst die ganze Zeit in der Spannung. Komm. Wippen, 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 wippen. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Komm. Komm, komm, komm. Keine Angst, es wird nicht langweilig, weil wir machen gleich noch ein bisschen was. Das wird gemein. Komm, komm. Auf. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Du nimmst beide Beine weiter auseinander. Boah. Neben die Matte. Komm. Push hoch. Komm. Komm, 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 komm. Push hoch, push hoch, push hoch. Wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf. Komm, komm, komm. Schön nach oben, komm. Dreh die Zehen nach außen, komm. Und richtig hoch. Arbeite in der Spannung, komm. 20, 19, 18, 17, 16, nicht nachlassen. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Höher, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wir machen weiter, los, auf. 10, 9, 8, nicht nachlassen, los. Kämpfen, jetzt. Hände hoch, komm. Hände hoch, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nimm die Beine ein bisschen weiter auseinander und komm. 10, 9, 8, 7, komm. Wir ziehen das durch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und ab. Puh. Okay, nimm die Beine ein bisschen weiter weg und gleich wieder hoch. Komm. Hallo. Komm, komm. Wir wippen hoch. Komm, 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 komm. Schön nach oben, komm. Popo hoch, Popo hoch. Jawohl, 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 jawohl. Das ist super, das ist super. Komm, 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 komm. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Schön oben in der Spannung arbeiten. Okay, jetzt ein Bein über das andere, komm. Und hoch, komm. Komm, komm. Auf die Ferse, komm. Ferse, 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 Ferse. Und du drückst hoch, komm. Los. Quäl dich. Komm, sind nur noch ein paar Minuten, los, das schaffst du. Das schaffst du, komm. Das Schlimmste ist fast rum. Aber auch nur fast. Ja, komm, 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 komm. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, mach weiter, komm. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, wir schaffen das nochmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nimm das andere Bein und komm, bleib oben, los, komm, wippen auf, komm, das ist einmal quälen, los, hallo, Zehenspitzen hoch, Knie nach außen, komm, Bauch reinziehen und los geht's, komm. Und komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, höher, höher, komm. Quäl dich, höher, höher. Was ist da los, nicht nachlassen, komm, das Bein hatte gerade Pause, los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, weil so schön ist. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, die letzten 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Beide Beine ein bisschen weiter weg, bei und dann wieder den Popo hoch. Hello. Komm, komm. Beide Beine ein bisschen weiter weg. Bauch reinziehen, Zehenspitzen nach außen. Popo zusammenkneifen.
Sehr schön. Hoch, komm. Popo hoch. Wir wippen, komm. Schön in der Spannung. Los, los, los. Komm, 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 komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir machen weiter, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Die letzten, komm. Los geht's, komm. Der Hintern brennt. Das Haar sitzt. Komm. Komm, 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 komm. Zwei ist gut. Ah, ist gut, ist gut, ist gut. Bisschen ausschütteln bitte. Kräftig schütteln. Komm bitte in Vierfüßlerstand. Komm, komm. Vierfüßlerstand, komm. Hallo. Komm, komm. Anwinkeln und hochkicken. Komm, hoch, 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 hoch. Körper stabilisieren. Komm richtig hoch, das Knie richtig hoch. Drückst du richtig hoch. Höher. Komm. Jawohl. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dreh den Fuß nach außen. Komm. Los. Quäl dich. Komm, 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 komm. Okay, ich weiß zwar noch nicht, was wir dann mit der Bikini-Figur an Weihnachten anfangen, aber irgendwas wird uns schon einfallen, ne? Okay, bleib oben. Und wir wippen, komm. Eieieiei, wipp hoch, wipp hoch, wipp hoch, wipp hoch, komm. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Komm, wir wippen weiter, komm. 20, 19, 18. Puh. Komm, 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 komm. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Lösen, komm. Und nochmal hoch das gleiche Bein. Ja, ja. Komm, wir wippen auf. Das ist gemein, gell? So kurz lösen, denken, yeah. Das nennt man Schocktraining. Der Muskel ist total geschockt jetzt. Und kurz lösen. Oh. Und wieder hoch, komm, das gleiche Bein. Und wir wippen, komm. Ach du liebe Zeit. Okay, ist gut, komm, andere Seite. Puh, komm, andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Anwinkeln. Komm, und hoch. Hoch, push hoch, push hoch, push hoch. Komm, push hoch, 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 hoch. Hoch, nicht eindrehen. Nicht, dass du das Becken mitnimmst. Der Fuß geht senkrecht hoch. Komm, hoch, hoch, hoch und hoch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt oben fest, wir wippen, komm. Wipp hoch, wipp hoch, wipp hoch, wipp hoch und komm. Hoch, 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 hoch. Komm, komm. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 33, 33, 32, 31, 32, Quatsch, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, wir lösen kurz. Zieh hoch! Nochmal, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, quäl dich, komm, 5, 4, 3, 2 und lösen. Zieh nochmal hoch, komm, hoch, wippen, komm, 20, 19, richtig hoch. Komm, 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 komm. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen.
Letztes Mal hoch, komm richtig hoch. Komm. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Bisschen ausschütteln. Bisschen ausschütteln. Bisschen ausschütteln. Okay, wir sind noch nicht fertig. Nee, nee. Ein Bein weg, komm. Jetzt wird es noch mal ein bisschen doof und zur Seite raus. Zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Nicht nach oben, zur Seite, komm. Seite, 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 Seite. Bleib außen und dann außen hoch. Hoch, hoch, hoch und hoch, hoch. Hoch, 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 hoch. Komm, noch fünf. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut, andere Seite, komm. Weg und raus. Raus, raus, raus. Waagerecht raus, das Bein ist ganz gestreckt. Das Bein ist gestreckt. Und der Körper bewegt sich nicht mit, sondern nur das Bein zur Seite, komm. Acht, sieben. 6, 5, 4, 3, 2, bleib außen und außen hoch, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut und lösen. Puh, bisschen ausschütteln. Bisschen ausschütteln. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gemerkt. Also das Schwierige ist immer, dass wir mit der eigenen Körperspannung arbeiten. Das heißt, es liegt an dir, wie sehr du deine Muskeln anspannst, ob du da wirklich richtig Power reinlegst. Also du kannst ganz viele Übungen wirklich tausendmal machen, wenn du keine Spannung da reinlegst. Wenn du das Bein streckst, dich nicht eindrehst, das Bein streckst und dann in der Spannung richtig arbeitest, dann ist das sau anstrengend. Okay, einfach nur das Bein nach oben werfen, das kann man tausendmal, das ist keine Kunst. Strecken, anspannen, rumdrehen und dann hoch. Dann wird's blöd. Okay, das muss man mal ein bisschen üben. Wir stehen einmal auf, machen uns mal ein bisschen locker und machen uns mal einen Überblick über den entstandenen Schaden. Ja, also ich wäre dafür, dass wir das Cardio-Training heute nur auf den Händen machen. Füße und Beine können wir abstellen. Alles ein bisschen ausschütteln. Tut mir eingefallen, wir machen einen ganz kurzen Break. Trink mal bitte kurz was, füll ein bisschen Flüssigkeit auf und in circa 10 Sekunden machen wir direkt weiter. Also kurz was trinken und dann geht's gleich weiter. So. So, jetzt ist wichtig, genau. Hallo und herzlich willkommen zu deiner Cardio-Einheit. Lass uns direkt anfangen. Marschier bitte auf dem Platz. Leichtes Marschieren. Wichtig ist für dich zu wissen, wenn irgendwas nicht passt, das ist deine Übung, zu der du immer wieder zurückkehrst. Die Füße auf dem Boden, einfach nur die Ferse nach oben ziehen und die Arme mitnehmen. Das ist die Übung, zu der du immer wieder zurückkehrst, wenn du merkst, es wird dir zu anstrengend oder ich mache eine Übung, die dir nicht passt oder nicht gefällt. Das ist die Übung, zu der du immer wieder zurückkommst. Zu dieser Übung kommen wir auch immer öfter zwischendrin mal zurück, um mit dem Impuls nach unten zu fahren, weil ich nicht möchte, dass wir uns permanent in einem hohen Peak aufhalten, sondern ich möchte Intervalltraining machen, das heißt im Mittel sind wir nachher dann in der Fettverbrennung. Natürlich bringen wir den Puls auch mal ein bisschen höher und auch mal ein bisschen tiefer, aber im Mittel sind wir die ganze Zeit eigentlich im Fettstoffwechsel. Das ist mein Ziel. Achte bitte darauf, dass du nicht kurzatmig wirst, sondern dass du deine Atmung immer unter Kontrolle hast. Ganz locker und tief durchatmen.
Nimm die Arme ein bisschen mehr mit. Merk dir bitte immer, je mehr du die Arme mitnimmst, umso mehr kommt dein Puls nach oben. Okay? Schieb die Arme schön nach hinten. Komm, 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 komm. Jawohl. Du siehst, ich mache jetzt hier keine Sprünge, sondern wir machen erstmal ein bisschen Fußvorbereitung. Einfach die Füße ein ganz wenig vorbereiten auf das, was kommt. Schön aufrollen, die Arme ein bisschen mehr mitnehmen. Komm, zieh die Arme. Auf, auf, auf. Arme als Pendel benutzen. Richtig schön vor und zurück. Das schmiert richtig schön die Schulter und trainiert so ein bisschen den Rücken. Also das macht nicht nur ein Herz-Kreislauf-Training, sondern ist auch ein schönes Mobilisationstraining. Komm, beide Arme gleichzeitig. Komm, 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 komm. Ich würde dir empfehlen, kein Gewicht zu nehmen, weil das Bänder und Sehnen einfach viel zu sehr belastet. Dafür sind die Bewegungen zu schnell. Der Körper kann das, für kurze Zeit kann er das kompensieren. Das Verletzungsrisiko ist zu groß. Okay, komm. Überkreuz, komm. Bisschen mehr Energie, komm. Richtig schön, vor, zurück, komm. Immer schön im Wechsel, komm. Jawohl. Die Füße sind gleich schön warm, Sprunggelenke und Achillessehne ist ein bisschen warm, super. Lass uns ein bisschen höher arbeiten. Komm, und schön nach hinten. Jawohl, super. Noch, ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Locker. Immer wenn du das siehst oder das, heißt es so langsam runterkommen, okay? Okay. Lass uns ein bisschen ganz locker tänzeln. Ganz locker. Locker, locker, locker. Wenn du es, du kannst das gerne barfuß machen, du kannst das in Schuhen auf der Matte machen. Oder du kannst es auch barfuß auf der Matte machen. Ganz locker. Super. Genau. Nimm bitte die Arme mit. Ganz easy, easy. Komm. Komm, 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 komm. Ja, das Gemeine ist, wenn du das machst, so nach einem Beintraining, ist das schon ziemlich übel, weil die Oberschenkel nicht mehr so können. Das Gute ist, dass der Muskelkater da nicht so schlimm wird. Das liegt daran, das Brennen, was du gerade gespürt hast, das ist Laktat, Milchsäure, die du jetzt mit diesem Training verstoffwechselst. Deswegen ist der Muskelkater gar nicht so schlimm morgen. Ja, das ist gut, das ist wichtig. Komm. Komm, 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 komm. Sehr schön. Nicht hingucken, du machst so weiter. Du guckst aber jetzt nicht zur Seite, sondern du punchst einfach nur zur Seite. Komm, 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 komm. Komm, komm, da. Super, genau. Okay, andere Seite. Tap, tap, tap. Ja, du solltest immer vorher sicherstellen, dass nicht so jemand neben dir steht. Scherben und blaue Flecke zu vermeiden. Okay. Beide. Beide. Komm, 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 komm. Ganz locker in Bewegung bleiben. Wenn du merkst, du bist zu kurzatmig, nimm dich ruhig wieder zurück. Ist kein Problem. Ansonsten versuchst du bitte, tief und ruhig zu atmen. Lass uns die Hände nach vorne nehmen. Komm, 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 komm. Leichtes Marschieren. Also du merkst schon, es ist eine Belastung auf dem Fuß, in der Wade. Das ist ganz normal, das gibt sich aber mit der Zeit. Komm, lass uns ein bisschen intensiver gehen. Mach die Füße lang. Mach mal die Füße richtig lang. Nach unten. Richtig schön nach unten drücken, die Zehen. Komm, nimm den Körper mit.
Arme, Arme, Arme. Mehr Power. Komm. Mach den Fuß lang. Super, genau so. Komm, komm, komm. Bisschen tiefer, komm. Ja, ja. Sehr schön. Noch 8, komm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker. Okay. Lass uns mal versuchen, über die Arme den Puls nach oben zu bekommen. Dadurch nehmen wir einen stabilen Stand ein. Wir wippen so ganz leicht. Schön tief, komm. Du kannst die Füße auch gerne mal so ein bisschen eindrehen. Stabilisiert den Stand mehr. Das ist super, weil jetzt gibt es hier so einen schönen Kraftverlauf über die Knie. Das ist super. Ganz locker, komm. Nur Arme, 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 Arme. Komm. Jawohl. So, und jetzt bitte ich dich wieder, dich zu fokussieren. Wirklich versuch dich zu konzentrieren, dass jede Hand immer auf den gleichen Punkt kommt. Komm, 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 komm. Arbeite mit den Armen. Arme, 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 Arme. Du kannst auch ein bisschen mehr mit den Schultern arbeiten. Komm, dann hast du hier ein schönes Bauch- und Rumpftraining. Komm, 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 komm. Schön stabil stehen. Komm. Super. Also wenn du das mal ausprobierst, dreh mal die Füße so ganz leicht nach innen. Sieht total bescheuert aus, aber du wirst sofort, dreh sie wirklich so nach innen. Du wirst merken, du stehst wie Bombe. Ist wirklich so. Komm. Komm, 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 komm. Du kannst eine ganz andere Kraft entwickeln, wenn du hier tief und stabil stehst. Komm, komm, komm. Komm, nimm die Hände höher. Höher, 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 höher. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bleib in der Bewegung. Hallo. Das ist nicht so intensiv wie das Hüpfen. Genau, deswegen schön in Bewegung bleiben. Komm. Locker, komm. Ja, ja. Okay. Haken, Haken. Wie du siehst, ich mache nur einen. Ich mache nur einen. Nur einen. Konzentrier dich drauf. Komm. Hoch, hoch. Und wenn du den mit Power machst, ist das echt schweineanstrengend. Power. Komm, komm, komm und komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Locker. Okay. Andere Seite. Ganz locker. Okay, wir fangen locker an. Hoch, 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 hoch. Super, komm, 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 komm. Erst so ein paar einfache. Jetzt fängst du an, den Körper so ein bisschen mehr reinzulegen. Komm, 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 komm. Und jetzt geben wir 8-mal Vollgas. Komm, und jetzt. Feuer, 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 Feuer. 4 noch, komm. 4, 3, 2, 1. Nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Marschieren. Ganz locker. Ganz locker. Leichtes Durchmarschieren, komm. Okay. Lass uns ein bisschen Tempo in die Hände bringen. Okay. Ganz locker. Stell dich wieder locker hin und komm. Jawohl, 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 jawohl. Komm, 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 komm. Kinn weg, Kinn weg.
andersrum. Komm. Jawohl, 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 jawohl. Komm, 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 komm. Achtung, was ist los? Vollgas, komm. Tap, 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 tap. Komm, 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 auf geht's. Komm. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe, du spürst deinen Bauch. Ganz schön gemein, gell? Wenn nur die Hände sich bewegen, da brauchst du ganz schön viel Kraft im Bauch, um den zu stabilisieren. Komm, marschieren, 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 marschieren. Okay. Wir haben zum Anfang erst ein bisschen die Füße bewegt. Dann haben wir ein bisschen die Arme bewegt. Jetzt haben wir wieder die Arme bewegt. Lass uns bitte beides bewegen. Das ist so das Effektivste, wenn du beides bewegst, Arme und Beine. Aber achte darauf, dass du nicht wirklich kurzatmig wirst. Okay, stell dich ein bisschen breiter hin. Komm von einer Seite zur anderen. Ganz locker, komm. Als würdest du so einem Pendel ausweichen. Hup, 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 hup. Komm, nimm den Körper, mach den Körper klein und dann dreh dich so ein bisschen. Komm, 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 komm. Ja, ja, komm. Nimm mal die Hände mit. Hände, 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 Hände. Es ist wichtig, dass ich Übungen von 1 an aufbaue. Ich kann dir auch direkt die komplexe Übung zeigen, aber das würde dich überfordern. Deswegen machen wir immer so ganz kleine Schritte, bis du die wirklich kannst. Und dann werden die Schritte größer. Jawohl, genau, genau. Komm, die Füße bleiben auf dem Punkt. Die gehen nicht mit. Nur die Arme, komm. Jawohl, komm. 8, 7, 6, 5, 4. Achtung, stabilisier den Körper. Augen geradeaus. Hopp, 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 hopp. Super, komm. 8, 7, 6, 5. Mehr. Jetzt, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Nicht vertun. Das ist echt anstrengend. Immer wenn die Arme sich so beschleunigen, muss das Herz arbeiten. Also Vorsicht. Wenn du das merkst, dass dir das nicht gut tut, ist hier für dich Ende. Das ist nochmal anstrengender. Okay? Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen hier und hier. Also wenn du merkst, du bist zu kurzatmig, ist hier für dich Ende. Okay? Nochmal. Komm. Beide Füße fest. Okay? Die bleiben immer auf einem Punkt. Du arbeitest nur hier oben. Komm. 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 Hände. 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 Hände, komm, Hände, Hände, jawohl, komm, 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 okay, mehr, Hände, Hände, auf geht's, komm, und tiefer in der Mitte, hopp, 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 push, 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 komm, push, 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 beide, beide, Hände, push, 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 komm, gerade, 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 hopp, 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 oben, hopp, hopp, immer wieder ran, ran, hopp, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm hoch. Ach ja, das war anstrengend. Schön bewegen, komm. Ganz locker.
Okay. Wieder locker. Cut. 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 Wieder die Hände. 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 Jawohl. Super. Okay. Jetzt wird es ein bisschen anders. Du bleibst in der Bewegung. Hopp. Hopp. Fokussiere dich. Ganz locker. Komm. Schön bewegen. Wenn du merkst, es wird zu viel, einfach gehen. Locker marschieren, komm. Locker. Wir machen ein bisschen Singles. Singles, okay? Ganz locker. Schön locker in den Knien. Komm. Zieh die Schultern zurück. Richtig schön Schultern zurück. Hinten im Rücken eine Spannung aufbauen. Komm. Locker. 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 Schön nach hinten ziehen. Komm. Jawohl. Jawohl. Ganz locker. Komm. Ist gleich vorbei. Wir sind im Endspurt. Komm, 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 komm. Mehr. Jetzt. Hopp, 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 und komm. Hopp. 8, 7, 6, 5, 4. Beide Arme, komm. Tipp, 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 und gut. Ganz wichtig, Krämpfe und Kopfschmerzen sind nur Elektrolytmangel. Wirklich trinken, trinken, trinken und immer eine Prise Salz. Probier deinen Schweiß, du wirst sofort spüren, dass der salzig ist. Du verlierst in dieser Stunde ungefähr 2 Gramm Salz. Das ist viel. Okay? Lass uns das nochmal machen. Single, 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 single. Komm. Komm. Als hättest du ein Springseil in der Hand. Komm. Das Spannende ist, wenn du das ohne Springseil erstmal übst, dann wirst du feststellen, dass wenn du das kannst, wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast und du nimmst ein Springseil in die Hand, dann wirst du das können. Das ist total cool. Weil du programmierst gerade dein Gehirn. Das ist echt cool. Okay. Und dann machen wir dann auch sowas. Genau. Komm, nochmal. Locker, locker. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ein Fuß. Komm. Anderer Fuß. Komm, nochmal beide, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marschieren. Ganz locker. Wenn du sowas hast wie Seitenstechen, dann weißt du, dass du zu wenig ausatmest.
Das geht sofort weg, wenn du 3, 4 tiefe Ausatemzüge machst. Dann ist das Seitenstechen weg, weil dann ist der Druck aus der Lunge raus. Deswegen, wenn du merkst, du hast Seitenstechen, zähl die Sekunden des Einatmens und atme 1, 2 Sekunden länger aus. Dann ist es sofort wieder weg. Okay? Lass uns noch einmal ein bisschen mit den Händen arbeiten. Komm, 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 komm. Auf geht's, komm. Nimm die Schultern mit. Schultern, 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 Schultern. Komm, komm, komm. Jawohl. Das ist super. Das macht wirklich alles locker. Du solltest dich danach wirklich sehr gut durchbewegt fühlen. Komm, 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 komm. Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen zur Seite gepuncht und so leicht diagonal. Lass uns nochmal gerade. Hopp, 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 hopp. Utsch, utsch, utsch. Na gut, okay. Ja, heute hat mir der DJ einen Strich durch die Rechnung gemacht. Komm, lass uns ein bisschen bewegen. Also das ist nochmal so 2, 3 Sätze generell zum Training als solches. Gerade wenn man noch nicht so trainingserfahren ist. Also man kann mit dem Programm nichts falsch machen, okay? Wenn du anstatt auf beidem auf ein Bein hüpfst, okay? Was ich gerne möchte, ist, dass du mal so ein bisschen deinen Körper spürst. Deswegen beschreibe ich auch immer sehr genau, was du eigentlich machen und was du spüren solltest, damit du so ein Gefühl für deinen Körper bekommst. Damit du auch im Alltag deinen Körper besser einzuschätzen weißt. Ich möchte einen kurzen Tipp geben, weil das ist so das Schlimmste, was du machen kannst im Alltag, dass wenn du dich bückst, weil die wenigsten Menschen bücken sich richtig, das ist richtiges Bücken mit geradem Rücken und einfach in die Knie gehen, das machen die wenigsten Menschen, die meisten Menschen machen immer so. Ja, okay, das kann man sich über Jahre hinweg abtrainieren. Schön in Bewegung bleiben, schön in Bewegung bleiben, schön in Bewegung bleiben. Wir sind noch nicht fertig. Das kann man sich über die Jahre abtrainieren, aber es ist ein sehr langer Prozess. Aber wenn du dir programmierst, dass wenn ich mich bücke, spanne ich den Bauch an, in dem Moment, wo ich hier vorne eine Wand entstehen lasse, wird mein Rücken geschützt. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und deswegen machen wir solche Übungen, wenn du die Arme nach vorne nimmst, spannt sich immer da automatisch dein Bauch an. Das kannst du mal ausprobieren, mal fallen lassen, mal hochnehmen, dann merkst du sofort, okay, da ist was. Und gerade wenn du jetzt so springst, mach mal, dann merkst du, hier vorne entsteht eine Wand. Und das ist wichtig. Das heißt, wir machen hier wirklich ein Training, was dir auch im Alltag was bringt. Und wenn du dir jetzt einfach merkst, sobald du dich bückst, spannst du den Bauch an, entsteht hier eine Wand und die schützt deine Wirbelsäule. Merk dir das bitte einfach. Das ist einfacher, als dir beizubringen, dass du so runterzugehen hast. Das macht eh kaum einer. Selbst nach 100 Jahren Rückenschule ist das schwierig. Ja. Okay, lass uns ein bisschen auskicken. Ja, jeden Tag ein anderes Training, das ist eigentlich das Geheimrezept. Und was mir am Herzen liegt, ist, dass du wirklich das ist eine Stunde, das ist eine halbe, du siehst, wie schnell das rumgeht. Du siehst, wie schnell die halbe Stunde Krafttraining rumgeht. Bitte, gib da Vollgas. Gib alles, was geht, damit sich diese halbe Stunde wirklich rentiert. Wenn du schon mal angefangen hast, dann hau wenigstens richtig rein. Weil ansonsten, weißt du, man kann es so la, 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 la. Ja, dann merkst du nichts und gehst nach einer halben Stunde heim und denkst, bringt ja alles nichts. Nee, wenn du dich hier schon quälst, dann mach's wenigstens richtig. Kick mal nach hinten. Kick mal nach hinten, komm. Kick, 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 kick. Ja, und für die gestern nicht bei dem Ernährungsseminar dabei waren, das Seminar stellen wir online. Ich denke, das könnt ihr morgen, könnt ihr euch das auf Pur Life anschauen. Und da könnt ihr einfach mal schauen, was ich da gestern so ein bisschen erzählt habe. Und die wichtigste Information ist eigentlich, dass du zusehen solltest, dass du sehr viel Eiweiß zu dir nimmst, nämlich 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Das ist das, was wir hier für dieses Programm empfehlen. Aber wir empfehlen kein Low-Fat, wir empfehlen kein Low-Carb, wir empfehlen auch kein No-Carb und wir empfehlen auch kein No-Fat, sondern wir empfehlen eine ausgewogene, gesunde Ernährung von A bis Z. Der Körper entwickelt Mangelerscheinungen, wenn du eins dieser drei Elemente weglässt. Deswegen bitte, tu mir einen Gefallen, erhöhe einfach nur dein Eiweiß und das ist ein toller Start. Wirklich, Eiweiß ist das Geheimnis. Und wenn du nur dieses Geheimnis erhöhst, dann wirst du sehen, wird sich dein Körper verändern. Nicht rumexperimentieren. Versuch nicht, Fett wegzulassen, Eiweiß erhöhen und Kohlenhydrate wegzulassen. Versuch das bitte nicht. Ändere eine Sache, nicht drei. Du änderst mit dem Programm gerade eh schon alles. Deswegen tu mir einen Gefallen, lass bei der Ernährung die Finger weg. Ess so weiter wie bisher und ess einfach nur mehr Eiweiß. Dann ist gut. Und du wirst sehen, dein Körper wird sich verändern. Lass uns nochmal kräftig ausschütteln. Ganz kräftig. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, morgen wird der Muskelkater nicht ganz so schlimm. Eigentlich hoffe ich das doch, aber gut. Und ich hoffe trotzdem, dass ich euch morgen wieder sehe zu einer Stunde. Morgen gibt es wieder was Neues und ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Mitmachen.